Wir befinden uns hier an der Freizeitanlage Zechner in Covenz. Übungsannahme ist, dass ein Fahrzeug nach einer Veranstaltung mit 4 Personen in den See gefahren ist. Es waren Augenzeugen vor Ort. Die Annahme ist, eine Person konnte lebend ans Ufer schwimmen. 2 weitere sind vom Fahrzeug weggeschwommen und untergegangen. Eine Person befindet sich im Fahrzeug. Zur erfolgreichen Durchführung des Einsatzes haben wir vom Bereichsverband Knittelfeld die umliegenden Bereiche und die Tauchstaffeln der Bereiche aus Murau, Judenburg, Leoben, Bruck an der Mur und Volzberg eingeladen. Wir begannen mit einer Linearsuche, wo 10 Taucher das Fahrzeug in einer Taucherkette suchten. Die weitere Suchmannschaft aus einem Dreiertauchtrupp begann eine Halbkreisradialsuche und suchten nach der 2. vermissten Person. Die Tauchstaffel Kapfenberg war mit sogenannten Unterwasserscootern vor Ort, die dem Taucher unter Wasser einen nötigen Vortrieb geben, so dass eine größere oder möglichst große Suche abgedeckt werden kann, und die haben die 3. Person gesucht. Nach erfolgreicher Bergung des Fahrzeugs wurden Ödelsperren des Bereichsfeuerverbands Leoben aufgezogen und so konnte das Jetboot Apfelberg die Ölsperren aufziehen und anschließend das Öl vom GSF Knittelfeld abgepumpt werden.